So, also ja, Peace, Leute. Ich mache heute mal einen kleinen Vergleichstest. Und zwar schieße ich den Juggalob Archery Malachite Limited Edition von der Bogensportwelt und schieße einen Wild Mountain Dolomite. Und ich will jetzt mal gucken, ob ich da irgendwelche Unterschiede feststellen kann. Die sind beide in der gleichen Preiskategorie. Sind beide 62 Zoll lang, haben 35 Pfund, sind Jagd-Recurves und wie gesagt, ich schieße links auf mit dem Red Barrel und rechts mit dem Dolomite. Ich mache jeweils 6 Schuss, 3 mit einem 600er Spiner und 3 mit einem 700er Spiner. Der 600er hat 5,7 Grains per Inch auf 30 Zoll und der 700er hat 5,4 Grains per Inch auf 29 Zoll. Wir haben beide Speed-Hybrid-Zähnen, die Botnik Whisper Swing drauf, der Dolomite der 10 Stränger, der Malachite 8 Stränger, also vom Setup her schneller geht es eigentlich nicht. Pfeile leicht ohne Ende. Und jetzt schauen wir halt mal, was dabei rauskommt. Ja, fangen wir den Malachite an. 600er Spiner. Wie gesagt, linkes Ziel, die liegende hohe Seeflasche gilt es zu treffen. So, 700er Spiner, die werden noch ein bisschen schneller sein. Jawohl, das war jetzt zum einen der Malachite. Ich schieße jetzt mal den Wild Mountain. Eben aufs rechte Ziel und dann sage ich noch was zu beiden Bögen und wir gucken uns auch mal das Trefferbild an. Fangen wir da an mit den 600er Spinern. Fix, was ist denn los? Ich muss drunter zählen, gell? Jawohl, also gut. Was mir jetzt direkt aufgefallen ist, der Malachite ist ein little bit lauter. Der Wild Mountain, der hat ein wenig so ein Gedan-Geräusch. Beide sind sie mit Puffer ausgestattet. Ich denke mal, es liegt daran, weil der Malachite hat Ahornwurfarme. Ja? Der Dolomite hat Esche. Ich finde die Ahornwurfarme ein little bit stronger. Ja? Die Esche von dem Dolomite schießt ein little bit ruhiger. Ich würde sagen, die sind ungefähr gleich schnell. Ja. Und was der aber ein wenig mehr Wumsi hat, macht er durch das lange Griffstück wieder weg. Also Schussruhe ist gegeben, er hat keinen Handjob, gar nichts. Ja. Er kommt zwar ein wenig ruppiger raus mit ein wenig mehr Dampf, aber der Dolomite ist definitiv genauso schnell und kommt ein bisschen smoother durch die Eschewurfarme. Ja. Also beide haben sie keinerlei Stacking, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, lassen sich toll ausziehen. Lassen sich präzise und ruhig schießen. Ja, wie gesagt, der Malachite ein bisschen ruppiger, aber durch das schwerere, größere Gruffstück überhaupt kein Thema, also überhaupt nicht erwähnenswert. Der Wild Mountain minimal präziser. Ich denke mal, der Wild Mountain hat ein wenig kleinere Tipps. Der Malachite hat recht große Tipps. Ja, beim Wild Mountain ist der Recurve auch ein bisschen extremer. Beim Malachite ist er nicht ganz so ausgeprägt. Aber er hat halt wie gesagt die stärkeren Wurfarme hier, der Malachite, meiner Meinung nach. Ja. Vom Preissegment, wie gesagt, sind sie gleich. Von der Verarbeitung her, von den Materialien her, beide absolut top. Also da kann man wirklich gar nichts sagen. Ich finde jetzt auch, bei den Wild Mountain kommen die leichteren Pfeile ein bisschen smoother raus und schneller. Die größeren werden dann extrem langsamer. Der Malachite, der macht lieber wegen die schwereren Pfeile.
Die kommen da ein wenig ruhiger und genauso schnell raus. Da tut der Kleine ein bisschen nicht flattern, aber ich glaube, er mag eher ein wenig schwerere Pfeile. Ja? So. Schauen wir uns mal schnell das Trefferbild an. Ob wir da Aufschluss erreichen. Ich habe natürlich jetzt einfach mal drauf geballert. Sorry für die Wacklerei. War jetzt auch nicht so gut drauf. Mit dem Malachit habe ich die ersten zwei drüber gesetzt. Da habe ich wirklich gedacht, Mensch, halt genau drauf. Aber ich muss wirklich drunter ziehen. Aber sauber gleiche Höhe. Ne? Das waren die 600er Spiner. Und der dritte ging dann, da habe ich drunter gezielt. Dann auch wirklich drunter. Aber auf jeden Fall näher an der Flasche. Und dann habe ich die zwei 700er genau auf die Flasche geballert. Und den habe ich ein wenig verzogen. Also eigentlich ein gutes Trefferbild. Liegt aber heute, glaube ich, an meiner Tagesform. So, jetzt gucken wir mal zum Dolomite. Dolomite habe ich die Flasche jetzt gar nicht getroffen. Sind die Pfeile ein bisschen enger aneinander. Da habe ich unten den einen Ausreißer. Die leichten waren ganz knapp, die habe ich nebeneinander gesetzt. Und mit den 600er habe ich auch eine schöne Gruppe geschossen. Ja. Das ist das, was ich gemeint habe. Ich bin der Meinung, der Wild Mountain ist genauso schnell. Ja. Oder nicht merklich langsamer. Aber der Dolomite hat ein bisschen mehr Wucht. Der Malachit hat ein bisschen mehr Wucht. Da sind die Pfeile ein bisschen tiefer drin, gell? Kann aber auch an den Scheiben liegen. Also die schenken sich wirklich beide nichts. Das ist wirklich ganz großes Kino. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück. Zeige euch nochmal schnell die Bögen. Das sind die beiden Prachtexemplare. Beide im 300-Euro-Segment. Und da ist der Malachit halt aufregender, der Dolomite ein bisschen smoother, beide gleich schnell. Also tolle Bögen, wirklich tolle Bögen. Da kann man nicht sagen, einer ist jetzt besser oder schlechter, das ist natürlich dann Geschmackssache, gell? Checkt die Bogensportwelt, checkt den Malachit aus. Bogensportwelt hat auch den Dolomite. Ich kann beide Bögen wirklich empfehlen. Das sind absolute Garanten. Mit dem Malachit schieße ich öfters daheim. Dolomite ist ein wenig so mein 3D-Bogen. Ihr habt jetzt den Malachit ja auch beim 3D-Schießen gesehen, was da abgeht. Und in diesem Sinne, Peace and Cuts for Life, checks and cuts out.